Hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Ja, heute wieder ein Plus der Länge. Und ja, ich will jetzt hier ein paar Eschen fangen und Baikal-Umul und Aaland. Und möglichst natürlich die, wo ich das Häkchen noch nicht habe in den Fischlisten. Sprich also Trophy einzigartig. Mal kurz mal reinschauen, was mir da fehlt. Ja, Aaland fehlt mir der einzigartige. Esche fehlt mir Trophy und einzigartig. Baikal und Muhl fehlen mir noch alle drei. Hasel fehlen mir auch noch alle drei. Kleine Bodenränke auch noch alle drei. Lennok fehlt mir auch noch der einzigartige. Also noch genug zu tun hier. Aber bis jetzt will hier eben gar nichts beißen. Merkwürdig. Hier habe ich sonst immer die besten Bisse gehabt. Einzigartige Trophys, Esche, Baikal und Muhl. Und jetzt beißt hier plötzlich gar nichts mehr. Schmeißen wir mal ganz hinten raus. Nicht mal ein Fehlbiss oder so, gar nicht. Spawnen einfach keine Fische. Okay. Dann nehmen wir einen anderen Spot. Hoffen, dass hier was beißt. Boah, gegen die Sonne sieht man ja gar nichts.
Ich habe tatsächlich mal ein Biss. Darf ja wohl nicht warten, Schwein. Das ist eine Esche. Aber nur eine normale. Die hatte ich ja schon. Mir fehlt die Trophy und einzigartig. Ups, kurz. Die zweite Esche. Und endlich eine Trophy-Esche. So, fehlt noch die einzigartige. Da habe ich hier den Mini Crankbait, 1 Meter, 9 Gramm, Raute 2,0. Den werde ich jetzt mal wechseln für den einzigartigen. Eine nochmal größer. Den 12 Gramm, Raute 3,0. Auf 1 Meter Tiefe. Weil die kleineren verursachen nämlich jetzt Fehlbisse. Weil 3-0er Haken ist für die kleinen schon wieder ein bisschen zu groß. So, ich werde aber nochmal den Standort wechseln, weil die meisten einzigartigen Eschen habe ich hier gefangen.
Der Pebis. Aber jetzt sind sie hier auch aktiv. Und was haben wir da? Baikal-Omul? Nö, Esche. Esche, Esche, Esche. Geh mir bloß nicht an die Wäsche. Weil ich dich sonst bäsche. Ebis. Einen anderen Köder probieren. Nur Ding. Nimm mal den. Gucken.
Okay. Da gibt gar nichts drauf. Nehmen wir doch mal hier 7 Gramm Lila. Zwar nur ein 1-0er Haken, aber einfach mal testen, was da geht, ne? Irgendwie geht ja gar nichts. Dann nehme ich mal einen Spinner. Der alte Spinner nimmt jetzt mal einen Spinner. Den Bison Spinner. Kann man testen. Oder einen Tropi Nano Spinner. Oder einen Tropi Spinner. Der hat nur 4 Gramm. Und der heißt einfach nur Tropi Spinner. Und der 6 Gramm heißt der Nano. Also, irgendwas stimmt doch da nicht. Und den X-Series 14 Gramm Rode 3.0, ja, den werde ich mal testen. Tja, einzigartiger ist noch weit entfernt, glaube ich. Bis. Also langsam sollte aber mal wieder was beißen hier. Wieder ein Pilbis. Das sind alles keine einzigartigen. Einzigartiger würde da richtig drauf beißen. Weiß ich, weil ich mit dem Spinner schon einzigartige Äschen gefangen habe. Oh, und der erste Baikal-Umul. Jo, wenn ich uns den schon mal abgehakt. Der kommt aber spät. Normalerweise beißen die da hinten irgendwo.
zwischen 40 und 25 Meter. Also unter 25 Meter hatte ich noch nie einen Bike-Call ummüllt dran. Da ist hier wieder gar nichts mehr, also. Ist schon echt komisch hier. Es hat mal wesentlich mehr gebissen hier. Also höchstens 2 von 10 Auswürfen, wo kein Fisch gebissen hat. 8 von 10 haben immer wieder Fische gebissen. Auch viele kleine natürlich, aber es haben Fische gebissen. Jetzt ist genau umgekehrt. Von 10 Würfen nur noch 2 Bisse höchstens. Meistens sogar nur ein. So, nochmal eine Trophy-Esche. Besser ist gar nichts. Mühsam ernährt sich hier das Eichhörnchen. Ich bin zwar kein Eichhörnchen, aber trotzdem sehr mühsam. Das Ganze hier. Und wieder ein Fehlbiss. Haben wir ja noch nicht genug von gehabt. Nun gefühlt doppelt so viel Fehlbisse wie Bisse. Und nochmal viermal so viel Durchgänge, wo gar nichts passiert. Weder Fehlbiss noch Biss.
Und wieder ein Kürbis. Und wieder ein Kürbis. Und wieder ein Kürbis. Und wieder ein Kürbis. Aber nehmen wir mal mit Tempo 1. Und wieder ein Kürbis. Nur noch viel besser hier. So, ein Fisch hätte ich gerne noch fürs Video. Wäre ein einzigartige Esche oder Trophy Baikal Umul. Wäre schon noch nice. Also wenigstens ein paar Haken in diesem Video schaffe hier. Ja, viel bis. Was auch sonst. Und wieder ein Fehlbiss. Das gibt's gar nicht, ey. Hunderttausende von Fehlbissen. Und noch ein Fehlbiss. Ach ja, ist ermüdend. Sehr ermüdend.
Oh, Twitchen hilft nicht. Tatsächlich mal wieder ein Fisch dran. Darf ja wohl nicht wahr sein. Und Troppi Baikal-Umul. Einzigartiger Baikal-Umul. Das ist doch ein guter Abschluss fürs Video. Machen wir nochmal ein schönes Bild. Damit wir auch im Bilde sind. So, den machen wir weg. Den machen wir dahin. Und dann machen wir mal ein schönes Bild, ne? Wenn er mal aufhört zu zappeln. So. Oh, komm. Hallo. Ich will nochmal für Steam 1 ohne wackeln, bitte. Danke. So ist fein. Jo, Leute. Das war's dann vom Selenge und Esche und Baikal-Umul. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.